Hallo an alle und willkommen zurück zu Warframe. Und heute gehen wir wieder rein in die wöchentliche Archon-Jagd, in die, ja, in den Archon-Hunt. Und zwar geht es diese Woche gegen Archon Amar. Und wir können eine, ja, taugefertigte Argon-Scherbe bekommen mit einer Wahrscheinlichkeit von 40%. Und zwar gibt es diese Woche eine purpurne Archon-Scherbe, die schöne rote hier. Genau, wir haben Trinity Boni und Hystrix, Zar und Hiku. Die Zar habe ich mir überlegt mitzunehmen, aber ich habe mich dann doch für die Turret, eigentlich für die normalen Mission hier entschieden. Und zwar erwartet uns diese Woche, ja, die mobile Verteidigung hier, dann eine Abfangmission und, ja, am Ende natürlich der Showdown. Ja, sind jetzt alles nicht die einfachsten Missionen, wenn ich ehrlich bin. Mobile Verteidigung könnte noch klappen, abfangen bin ich mir nicht ganz sicher. Wir schauen mal, ob wir in Squad reinkommen, sonst könnte es echt schwierig werden. Aber ja, ich würde sagen, wir gehen einfach direkt mal in die mobile Verteidigung rein. Sind schon mit einem hier, ja, zusammen in die Gruppe gekommen, was sehr, sehr gut ist. Ich hoffe, dass noch andere dazu joinen, was auf jeden Fall praktisch wäre, dass wir hier nicht nur zu zweit durchgehen. Aber ja, wir schauen einfach mal, wie gut wir hier zurechtkommen sollten, werden, wie auch immer. Und ja, wie gesagt, auf die Abfangmission bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, ob wir das irgendwie hinbekommen. Ja, schwierig, schwierig. Wir lassen uns überraschen. Wie so, ja, wie eigentlich immer. So, okay. Perfekt. Dann kurz mal Metronom, Unsichtbarkeit und dann geht's zur ersten Datenkonsole. Und wir müssen hier zum Glück auch nur drei Datenkonsolen machen, nicht irgendwie sechs oder so. Bei der Abfangmission müssen wir wahrscheinlich zwei Runden spielen, gehe ich mal ganz stark davon aus. So. Einmal den, ja, den Mallet und Verstärker platzieren. Dann versuchen, ob wir hier die in Kanonform bekommen können. Und die haben wir auch schon sehr gut. Genau. Dann Metronom vielleicht nochmal runter. Ich würde eigentlich gerne in der Unsichtbarkeit bleiben, dass wir einfach, ja, nicht von den Gegnern anvisiert werden. Und dadurch unnötig Damage nehmen. Aber es sieht so aus, als würden wir hier doch recht gut durchkommen. Warum hat es die 1 nicht hingesetzt? So, okay, Schläger, danke. Der wollte gerade irgendwie nicht so richtig. Da hinten eine. Ah, liegt ein Sentient-Kern. Man, die ganzen Begriffe vergessen. Kann eigentlich nicht sein. Aber wer weiß. Okay, gut, gut. Und in 10 Sekunden, 15 Sekunden können wir auch schon weiter zum Glück. Sehr gut. Das, ja, die Datenkonsole hat zum Glück fast kein Damage genommen. Aber wir haben Damage genommen, das ist nicht gut. Wir haben aber zum Glück Rolling Guard hier bei Octavia drin, was uns ein bisschen, ja, ein bisschen Sicherheit wieder verschafft zwischendurch, falls wir Damage nehmen sollten. Metronom wieder bitte einmal, danke. Und dann hier zur zweiten Datenkonsole durchgehen. Noch 50 Meter, da drüben ist die hier, jawohl, sehr gut. Einmal nach da oben, so, jetzt, okay. Den Verstärker auch platzieren, Metronom auch nochmal. So, sehr gut. Okay, dann kann es hier losgehen, wenn derjenige kommt, der den Datenträger hat. So, bitte reinmachen, danke. Und dann einmal warten, bis hier Gegner kommen. Die sind hier oben anscheinend. Ganz schön fies hier. Dass sie einfach von oben kommen. Da ist noch irgendwo einer. Hä, okay, wo ist der? Hat er sich reingebackt? Hä? Okay, läuft. Oder ist es... Ah, ist es die... Das Geschütz vielleicht sogar. Okay, das könnte natürlich auch sein. Und hier kommen zum Glück auch nicht so viele Gegner. Was eigentlich... Was gar nicht so schlecht ist. Jawohl, Eximus weggemacht und noch eine Nightwave-Mission abgeschlossen. Sehr cool. Okay, gut. Ist ja eigentlich ganz entspannt bis jetzt, wenn ich ehrlich bin. Umso unentspannter wird wahrscheinlich nachher die Abfangmission hier, die zweite dann gleich. Gehe ich mal ganz stark davon aus. Da oben kommen die Gegner wieder her. Die machen wir alle mal schnell weg. Dann können wir in 10 Sekunden auch schon weiter zum nächsten. Ich weiß gar nicht, was die da hinten alle machen.
Ist irgendwas Besonderes? Gibt's da was umsonst? Nee. Okay. Einmal mitnehmen, bitte. Und dann weitergehen. Die 150 Meter zur dritten Datenkonsole. Und zur letzten, bevor es dann hier in die Abfangmission reingeht. Blup. Sehr gut. Da hinten ist... weiß nicht was. Wir schauen uns mal an. Die Frage, ob wir überhaupt hinkommen. Da oben. Was haben wir da Schönes? Okay, ich glaube, das habe ich schon gescannt, wenn ich ehrlich bin. Ah, ne, habe ich noch nicht. Okay, habe ich noch nicht. Alles gut. Dann hat sich's gelohnt. Jetzt müssen wir aber schnell mal zurück. Wobei unser Ziel nimmt zum Glück keinen Schaden. Das ist gut. Oh, hängen geblieben natürlich da oben an der Ecke. So, und dann gehen wir mal hier nach oben. Okay, die Inkarnenform nochmal holen. Dankeschön, perfekt. Dann den Sentient-Kern da unten mitnehmen. Wir können eigentlich auch mal die Luftdeckung-Ladung rausschicken. Gucken, ob es hier noch irgendwas findet. Aber wahrscheinlich nicht mehr. Gehe ich mal ganz stark davon aus. Na doch, da oben ist noch was drauf sogar. Oh, Hilfe. Ich springe halt komplett drüber. Holy shit. Komplett vorbei einmal. Können wir auch noch scannen, haben wir anscheinend auch noch nicht. Sehr gut. Und dann gehen wir natürlich auch direkt nach draußen, weil was sollen wir hier länger drin bleiben? Den Sentient-Kern da oben, der... Ach, den lassen wir auch einfach weg. Und das da ums Eck hier, das haben wir schon. Soweit ich weiß. Ja, genau. Okay, haben wir. Ich kann da mal hingehen. Ja, Ziel bereits gescannt. Habe ich mir schon gedacht. Okay, gut. Erste Mission erfolgreich abgeschlossen. Und dann geht es gleich in die zweite rein. Da sehen wir uns dann gleich. Ich rüste auf jeden Fall auf Revenant Prime um, würde ich sagen. Und dann geht's da gleich weiter. So, wir sind in der Mission drin. Wir wurden leider aus unserer Gruppe rausgeschmissen. Und sind jetzt hier alleine mit Revenant. Ich bin mal ehrlich, ich glaube, das wird nicht gut. Das könnte richtig ätzend werden. Ich glaube, da werden wir, wenn ich jetzt einfach mal ehrlich bin, nicht weit kommen. Aber wir probieren es trotzdem einfach mal. Und wenn ihr das hier seht, dann hat es anscheinend geklappt. Wenn ihr es nicht seht, dann wird es wahrscheinlich nicht geklappt haben. So einfach ist es. genau, okay. Wir starten rein, gehen aufs Erste. Versuchen uns gleich mal die Inkarnenform zu holen. Sobald es geht. Und vielleicht auch die ersten schon zu bezirzen. Wenn wir da durchkommen sollten. So, D wird natürlich schon wieder eingenommen oder auch nicht. A haben wir noch nicht vollständig eingenommen. Das müssen wir noch kurz machen. So, und dann hoffen wir mal, dass unsere enthrallten Gegner oder wie auch immer uns einfach hier ein bisschen helfen, dass wir hier gut durchkommen. Wir drücken einfach die Daumen. Wir müssen es leider zweimal machen, was schwierig wird. Aber aktuell, wenn es so weitergeht, sieht es ja ganz gut aus. So, den Eximus sollten wir natürlich wegmachen. Dann müssen wir noch versuchen, hier an C ranzukommen. Wo? Der hier? Okay. So. Hier mal wieder versuchen, die 1 zu spammen. Dass wir hier mehr enthrallte Gegner bekommen. Die uns dann wirklich hoffentlich ein bisschen Arbeit abnehmen. Und aktuell sieht es ja ganz gut aus. Jetzt müssen wir nur hoffen, dass sie hier nicht versuchen, mehrere Sachen gleichzeitig einzunehmen. Und dann kommen wir hoffentlich hier einigermaßen gut durch. Wir können auch mal Raw noch aktivieren. Macht es einige dann ein bisschen einfacher. So, sehr gut. Was wird eingenommen? D anscheinend. So, D ist hier, glaube ich, so ein bisschen der Hotspot, wenn ich das richtig sehe. So wie sie gerade abgeht. Na, okay. Machen wir die noch ein bisschen weg hier. Und müssen hier gleich mal neu enthrallen. Sehr gut.
Das sieht doch ganz gut aus bis jetzt. Aktuell noch. Ich muss sagen, mit dem Enthrall geht es sogar echt recht entspannt. Hätte ich nicht gedacht. Sehr cool. Wir können mal Messmuskel noch einmal aktivieren. So, dann den hier noch wegmachen. In Kanonform noch einmal mitnehmen. Okay, vielleicht ist es für uns sogar die neue Meta, das so zu machen. Nicht mehr Warben zu nehmen, wie ich das sonst immer gemacht habe, sondern einfach Revenant. Und die Gegner hier enthrallen. Wird eingenommen. Nicht gut. Weg mit euch. So, Gegner enthrallen. Dankeschön. So, sehr gut. Den kann ich nicht mehr enthrallen. Der ist nämlich schon perfekt. Und dann haben wir es gleich schon geschafft. Okay, krass. Hätte wirklich nicht gedacht, dass wir das irgendwie hinbekommen. Komm schon, fight gegen den. Der ist keiner von uns. Ist ein Böser hier. Sehr gut. Okay, cool. Dann sind wir gleich durch. 93% haben wir. Und dann müssen wir gleich alle wegmachen. Und dann geht's wieder von vorne los. So, weg mit euch. Einmal nochmal Raw aktivieren. So, die sind jetzt natürlich hier alle schön verstreut. So, wo seid ihr alle noch? Hier unten ist doch irgendwo einer. Nicht wegfliegen. In Kanonform aktivieren einmal. Und dann hier oben noch die paar mitnehmen und wegmachen. So. So, wo seid ihr? Wo seid ihr? Nicht wegrennen. Da ist noch einer. Und unter uns ist noch einer hier. Der hier versteckt sich. So, dann nehmen wir da hinten die Ribbon-Scherben noch mit. Rupp. Und die zwei hier auch noch. Okay, den einen habe ich jetzt nicht mehr wegbekommen anscheinend. Oh, warum bin ich hier weggegangen? So. Sehr gut. Messmuskel noch einmal. Und dann müssen wir gleich die ersten Gegner enthrallen. Wieder. Weil wir natürlich jetzt hier keine mehr haben. So. D haben wir dann hoffentlich auch gleich schon. Und gucken mal, wo die ersten kommen. Die ersten Gegner. Ich sehe bis jetzt noch keine. Gehen wir schnell runter zu B. Ah, da hinten sind die ersten. Okay, bei A. Sieht so aus. Jawohl. Die versuchen wir gleich mitzunehmen. Weg mit euch. So, sehr gut. Die ersten enthralled. Die ersten bei D auch hier enthrallen. Und dann einmal hoch zu C. Und hoffen, dass die hinten ein bisschen verteidigen da. Vor allem, B wird aber gerade auch zum Glück gar nicht so oft eingenommen, zumindest in der letzten Runde. Da hatte ich bis jetzt das Problem hier in der Mission zumindest noch nie so wirklich. Was auf jeden Fall auch sehr gut ist. So, dann gucke ich mal, wo hier noch ein paar Gegner sind, die ich enthrallen kann. Okay, die Echse muss natürlich nicht. Zuerst mal die Rüstung wegmachen. Okay, gut. Läuft doch. Bis jetzt ganz gut. Okay, die enthrallten Gegner sind natürlich jetzt gleich weg. So, haben wir wieder safe. Okay, gut. Dann können wir gleich nochmal Raw aktivieren. Sehr gut, das machen wir. Ah, haben wir wieder ein Problem. Okay, die können alle mir, der nicht. Okay. Worm ist am Boden. Sollte uns hoffentlich nicht weiter stören. Sieht aber gut aus. Haben wir schön viele blaue Punkte auf dem Radar. Ah, wobei so viele sind es gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Geht noch ein bisschen mehr, würde ich mal behaupten. Aber es läuft auf jeden Fall ganz gut. Wobei, was ist mit A los?
Das hat gerade gar keinen Alarm gemacht. Ah. Oh, wir brauchen mal einen neuen Mesmer-Skin. Sehr gut. Okay, die sind wirklich alle Gegner. Ja, alle Gegner sind wirklich bei A. Hä? Okay. Auch nicht schlecht. Und wir sind jetzt ja schon fast bei 90%. Okay, cool. Das war echt... Das war entspannt, muss ich sagen. Das war wirklich ganz schön entspannt. Kann man sich nicht beschweren. Cool. Okay, ich hätte gedacht, das wird ein Desaster hier. War ein Desaster, aber es war gar nicht so übel. Und jetzt müssen wir gleich natürlich alle noch wegmachen. Ein bisschen Energie könnten wir brauchen, wenn ich ehrlich bin. Wupp. Raw. Und dann einmal alle Gegner weg. Sehr gut. Dann den hier noch. Da hinten fliegt noch irgendwo einer rum. Oh, ich komme nicht hoch. Ah, Mist. Gut, dann nehmen wir den hier als erstes mit. Sehr gut. Dann hier hinten noch. Wo ist er denn? Ah, ne, okay, nirgends. Gut, wir haben es geschafft. Sehr cool. Zwei Runden erfolgreich geschafft. 100% zu 10%, sehr gut. So gut habe ich eine Abfangmission gefühlt nie geschafft. Gefühlt. Bestimmt irgendwann schon mal. Sehr cool. Mission erfolgreich. Und dann geht's gleich in den Bossfight, in den Showdown, wo wir uns dann gleich wiedersehen. Und wir sind in der letzten Mission im Showdown und konnten sogar hier einem Squad beitreten, beziehungsweise einem anderen einfach. Ist ja kein ganzes Squad, sondern nur einer. Das heißt, wir sind jetzt hier zu zweit am Start im Showdown. Mal schauen, wie wir hier durchkommen werden. Ich habe die Latron in Kanon eingepackt. Das heißt, wir müssen wieder ein bisschen versuchen zu zielen. Wir müssen auf Headshots gehen, damit wir die in Kanon-Form aktiviert bekommen. Aber ich denke mal, das bekommen wir auf jeden Fall irgendwie hin. Aber als erstes müssen wir mal den Archon finden. Und er ist auch schon am Start. Sehr gut. Überspringen wir einmal. So, jetzt gilt es, die Headshots zu treffen. Dann Raw aktivieren. Ich habe gerade versucht, ob wir den Bezürzen entfroren können. Aber das geht nicht. Das wäre auch krass, wenn es gegangen wäre. Das wäre ein bisschen übertrieben. Sehr gut. Aber wir kommen ja doch ganz gut durch. Bis jetzt. Wo ist derjenige, der bewaffnet ist? Ich sehe nicht so wirklich. Hallo? Ah, da ist er doch. Okay. Ich bin blind anscheinend. Brauche ich da einmal bitte einen Headshot? Okay, wir müssen weiterreisen. Die zweite Phase ist gleich am Start. So, die Ankanon-Form haben wir wieder. Wir können einmal den Mesmer-Skin nochmal neu aktivieren. Und dann gehen wir hier rüber, müssen natürlich hier die Schlüssel finden. Da gehe ich doch mal einmal nach da oben. Der andere geht dann hoffentlich zu A. Upp, hier hoch, danke. So, wieder den langen Weg zurücklegen. Dann gleich den Schlüssel hier holen. Okay, perfekt. Da ist er, der Gegner. Und da haben wir den Schlüssel auch schon. Sehr gut. Das heißt, einmal zurück zum Tor. Dann den Schlüssel einfügen. Dann kommt der andere hoffentlich auch ziemlich bald. Und dann können wir da, ja, nochmal gegen den guten Archon Amar kämpfen. Die zweite Phase hoffentlich auch noch besiegen. Rup. Einmal hier rein. Perfekt. Und dann kann es losgehen. Sind wir bereit? Müssen wir nur kurz auf den anderen warten.
Und da ist er auch schon. Und dann geht es rein in die finale Phase, in den finalen Bosskampf, in den Showdown gegen Archon Amar. Und wir müssen mal dann die Daumen drücken, dass wir die 40% Chance, dass sie auf unserer Seite ist und wir eine Taugefertigte bekommen. Also Taugefertigte Archon-Scherbe natürlich, meine ich. Ihr wisst, was ich meine, denke ich. Denke ich mal. Wo geht es hier lang? Okay. Haben wir hier lang? Ich wurde hier wieder schön an der Nase herumgeführt. Sehr gut. Hab mal wieder dem Marker hier vertraut, der durch die Wand durchgeht. Sehr gut. Einmal komplett verarschen lassen. So, und dann sind wir hier doch schon bei dem Punkt, wo es wieder losgeht. Rup. Wo ist er denn? Da unten ist er. Raw aktivieren einmal. Seine Beschützer hier kurz wegmachen. Ah, wegteleportiert er das ich. Jawohl. Einmal in Kanonform bitte. Einmal Rolling Guard aktivieren. Dann haben wir ihn doch gleich schon down. Jawohl, da ist er. Einmal schön die Archon-Scherbe rausziehen. Sehr schön. Und wir versinken schön im Sand. So peinlich war es auch nicht, dass wir im Boden versinken müssen. Und dann gehen wir doch einmal schön nach draußen. So. 200 Meter noch. Dann haben wir die wöchentliche Archon-Jagd, wöchentliche Archon-Hand erfolgreich abgeschlossen. Oh, seit wann ist das hier? Das kenne ich noch gar nicht. Das hier noch. Na, nicht schlecht. Schick, schick. Cool. Mission erfolgreich. Und wir haben natürlich nur eine normale bekommen. Keine Taugefertigte. Aber ist auch in Ordnung. Damit steigt natürlich die Chance, dass wir beim nächsten Mal in der nächsten Woche eine die Taugefertigte bekommen. Haben wir dann 60% Chance, glaube ich. Sehr cool. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Wir haben anscheinend auch noch 8000 Endo zusätzlich bekommen, wenn ich das richtig sehe. Wir gehen mal hier schön raus an die Sternenkarte und gucken mal, was war die Belohnung. Können wir es sehen? Jawohl, genau, noch 8000 Endo. Ja, war nichts Besonderes, aber Endo kann man auch immer gut gebrauchen. Und genau, wir haben jetzt hier 60% für die nächste Woche. Sehr cool. Ich hoffe, es hat euch heute wieder Spaß gemacht. Ich war sehr erstaunt, dass wir die Abfangmission mit Revenant hinbekommen haben. Vielleicht müssen wir das in nächster Zeit mal öfter probieren bei den anderen Abfangmissionen, die wir noch so spielen müssen, auch einfach Revenant zu nehmen anstatt Warben, wie ich sonst immer gemacht habe. Vielleicht ist das gar nicht so dumm. Müssen wir mal ausprobieren, auf jeden Fall. Aber ja, wenn es euch heute gefallen hat wieder, würde es mich natürlich wieder wie immer freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lassen würdet. Und vergesst natürlich nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr keine Videos mehr von mir verpasst. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut, haut rein und ciao.